Gott, ich will euch mein Face und Outfit of the Day zeigen. Es ist jetzt nichts Spezielles, aber ich gehe auf die Comic-Messe und ich habe mir gedacht, ich nutze das aus und zeige euch das mal. Die Nägel kann ich euch nicht zeigen, das ist nämlich das Gel von dem Nagelstudio, wo ich hingehe. Aber den Rest zeige ich euch alles. Also fangen wir mal mit Make-up Base an. Gott, ich glaube, das wird nicht gut laufen da. Einmal habe ich die von Lancôme oben. Das sind diese Poren, also ist dieser Poren-Eraser. Und von Sleek, aber der ist bald leer, der Primer. Den finde ich aber nicht so. Ich weiß nicht, ich kann mich nicht entscheiden, ob ich ihn gut oder schlecht finde. Ich kann mich wirklich nicht entscheiden. Als Make-up habe ich allein nur das hier oben. Ich glaube, das ist mal gerade runtergeknallt und da biegt jetzt das Ganze irgendwie drin. Kann das sein? Ja, schön. Ja, das ist mir gerade runtergefallen. Es hat aber Gott sei Dank überlebt. Ich mochte das ja früher total gern von Max Factor. Das ist die Farbe 47 von dieser Ripped Cream. Das war das perfekte Make-up für mich. Gottes Willen. Alter Verwalter. Aber das gibt's nicht mehr. Und deswegen... Ja, bevor ich aber das Make-up verwende, benutze ich noch diesen Stift hier. Das ist der von Love. Die Seite ist mir leider abgebrochen, da versuche ich noch den Rest rauszukratzen. Ich mag den aber auch irgendwie nicht so, den Stift. Und das Grüne verwende ich noch weiterhin gegen Rötungen und so. Sogar schon fast im ganzen Gesicht, weil ich so Rötungen habe. Concealer habe ich natürlich den von MAC, den Pro Longwear in NC15. MAC Concealer Studios, wie heißt der? Studio Finish. Der NW15 ist das aber, glaube ich, diesmal. Ja. Der ist schon fast nicht ganz leer, aber ist schon sehr weit benutzt. Zum Fixieren von dem Concealer benutze ich das Puder von Love, das ich eigentlich sehr, sehr mag. Und Love ging ja beim DM raus. Habe ich ja in einem Video vor kurzem erwähnt, vom Aufgebraucht-Video, glaube ich, war das. Das ist ja der Tester, weil das bei uns ja komplett rausgegangen ist. Habe ich mir einen Tester genommen, um das Puder zu testen. Und das ist so gut für unter die Augen. Deswegen weiß ich nicht, was ich machen soll. Ja, weil ich hätte das, wenn das leer ist, gern wieder. Ich habe zwar jetzt noch andere, die ich noch aufbrauchen will, aber ich hätte das gern wieder. Weil das ist perfekt zum Setten von Concealer. Aber ja. Dann habe ich noch einen Bronzer von Catrice, der sehr, sehr ramponiert ausschaut. Der hat da nämlich so einen Sprung drin. Seht ihr das da oben? Ich weiß nicht, warum. Aber seit ich ihn öfter verwende, ist es mal so ein Hitpan drin. Yay. Und zweitens ist da so ein komischer Sprung. Kann ich mir nicht erklären. Kann ich mir wirklich nicht erklären. Aber ich muss ja nicht alles wissen. So, dann verblende ich das mit so einem Fischpinsel. Und dann gehe ich noch mit einem anderen Pinsel in den Art Deco Bronzer. Und ich liebe Art Deco. Art Deco ist, was Bronzer betrifft, sehr, sehr gut, auch lidschattenmäßig. So sieht er aus. Der Deckel ist halt schon längst im Po. Den habe ich schon sehr lange, aber der ist sehr gut. Der ist wirklich gut. Und das Ganze verblende ich dann mit dem Puder von MAC. Das ist dieses Truth and Light. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Habe ich euch, glaube ich, eh schon mal in einem Video erzählt. Aber ich liebe es trotzdem. Ja, und ich will es versuchen aufzubrauchen. Also, ja, bleiben wir noch beim Gesicht. Machen wir das Gesicht mal fertig, würde ich sagen. Also als Blush... Ihr wisst ja in der Reihenfolge, wie ich Sticker auftrage, weil ich habe da irgendwie technische Schwierigkeiten. So, also ich benutze zuerst so einen Creme Blush. Den benutze ich dabei von MAC, den Posy, da wo auch ein Hit the Pain Gott sei Dank schon drinnen ist. Obwohl ich ihn mag, ja. Es ist nicht so, dass ich ihn nicht mag, sondern ich will ihn nur aufbrauchen, bevor er mir kippt, weil das ist mir mit dem letzten Creme Blush passiert. Dann drüber gehe ich mit dem, der schaut schon echt widerlich aus, mit dem Creme Highlighter von Essence, was schon ein bisschen was fehlt, wo ich sehr, sehr stolz bin. Den mag ich aber auch sehr gern, obwohl der schon sehr, sehr alt ist, funktioniert er trotzdem noch für mich. Also den finde ich auch sehr gut. Dann lasse ich das ein bisschen antrocknen, weil ich habe gemerkt, umso öfter ich, wenn das noch nass war, mit dem Pinsel da reingegangen bin, ist mein MAC Highlighter ein bisschen... Schaut ein bisschen mehr so... Seht ihr diese Stellen? Das passiert nur, wenn man mit nassen Pinseln reingeht. Und es ist ein riesen Hit the Pan drinnen, ich weiß. Und ich liebe den Highlight. Ich habe ihn halt, wie gesagt, jetzt wieder oben und ja, ich liebe den. Ich kann ohne den gar nicht. Mal gucken, was passiert, wenn er leer wird. Da habe ich noch ein Rouge, das gebe ich dann noch drüber, über das Ganze, nach den Cremesachen. Und zwar das Dame von MAC. Das ist ja auch mein Lieblingsrouge. Also, das geht eigentlich immer. Ich muss da immer ein bisschen wegräumen, weil sonst geht sich das mit dem Platz da nicht aus. Also Lidschattenbasis kennt ihr eh auswendig, habe ich den MAC Painterly Paint Pot, der schon sehr benutzt ist bei mir.
sehr, sehr, sehr benutzt, aber ich liebe ihn noch immer. Dann gehe ich noch drüber mit einem Gel-Eyeliner als Lidschattenbase von Essence. Den gibt es schon urlange, glaube ich, nicht mehr. Der sieht so aus. Zwar mal aus einer Limited Edition, aber er macht das, was er machen soll. Und der ist schon ziemlich weit benutzt. Ich meine, wenn man das so sieht. Wenn man sieht. Ich weiß nicht, ich glaube, man sieht es nicht. Jo. Dann benutze ich schon Puder-Lidschatten. Und ich glaube, ich stelle das mal kurz weg, damit ich euch die Lidschatten in Ruhe zeigen kann, ohne dass mir da einer rauskullert. Alter. Geht da wieder rein. So. Ich hasse das. Dann mache ich das extra und dann bereue ich es. Also, ich benutze zu... Wie mache ich das jetzt, ohne dass mir da einer rausknallt? Also, ich benutze erst den da aufs ganze Lid. Dann nehme ich den. Gehe noch mit dem roten, nur in der Mitte, heute habe ich so wenig drauf, da sieht man das gar nicht in der Kamera. Mit dem roten gehe ich nur so bis in der Mitte. Und dann verblende ich das mit dem hier, den ich auch bei den grünen sehr oft benutzt habe, deswegen hat er schon so einen riesen Nitterpen. Hätte ich jetzt fast vergessen, habe ich noch den MAC Legendary Black in der Lidfalte. Das ist mein absoluter Lieblingslidschatten in letzter Zeit. Ich habe nämlich eine Zeit lang den roten Catrice, der rote ist nämlich von Catrice, aber da war Limited Edition, deswegen wollte ich jetzt nicht so viel drüber reden, weil den gibt es nicht mehr. Den habe ich in der Lidfalte eine Zeit lang verwendet, bis eine Kollegin gesagt hat, ich schaue aus, als hätte ich dauernd keult. Und deswegen habe ich aufgehört, benutze nur rot ein bisschen am Lid und nehme eben meinen Legendary Black. Den kennt ihr ja sowieso, das ist einer meiner liebsten MAC-Lidschatten, der leider auch limitiert ist. Ja, dann gehe ich noch mit dem von der Freaky Friday Kollektion da, den da. Mit denen gehe ich noch unter der Augenbraue. Also, ihr wisst schon, als Highlight unter der Augenbraue, dass ich es rauskriege. Dann verblende ich den von MAC noch ein bisschen mit dem Essence, mit diesem Cream Canvas. Kennt ihr ja eh aus dieser Boom Boomele damals. Den liebe ich ja wirklich sehr, den Lidschatten. So sieht er aus. Ist auch ein riesen Hitterpen schon drin. Ja. Ich mit meinem Hitterpen. Ich weiß, das Hitterpen-Video kommt noch, aber da müsst ihr noch ein bisschen Geduld haben. Dann habe ich... dann gebe ich noch diesen weißen Lidschatten. Den kennt ihr ja auch auswendig. Das war mal von so einer... Was ist denn da passiert? Alles grümelt. Den gebe ich noch in den Innenwinkel vom Auge. So. Jetzt brauche ich, glaube ich, gerne ein Tuch. So. Als Eyeliner-Kombination nehme ich da drei Sachen diesmal. Den benutze ich, um mir nur so eine Linie zu ziehen, so als quasi Base, kann man sagen. Das ist der von Maybelline, so ein schwarzer Kajal, den habe ich von der Arbeit mal bekommen, zu Ostern oder so, oder zu Weihnachten. Den benutze ich jetzt, eben als so Eyeliner. Drüber gehe ich aber noch mit dem von Makeup Factory, der schon voll abgranzt ausschaut und es ist auch gar nicht mehr so viel drinnen. Und es ist schon mühsamer, da was rauszukriegen. Drüber habe ich jetzt noch so einen Glitter-Eyeliner von Art Deco, was man heute überhaupt nicht sieht. Und das ist der da. Nur habe ich das Gefühl, ich habe zwei silberne. Obwohl, ich glaube, der ist Gold. Man erkennt das nur nicht. Erkennt ihr da was? Ich glaube, der soll Gold sein und der Silber. Aber ich finde irgendwie beide schon gleich aus. Aber ich habe den silbernen heute um, weil ich vergreife mich da immer bei den beiden, weil ich finde beide schon gleich aus. Aber ich habe heute den silbernen von Art Deco um. Die gibt es auch jetzt aktuell wieder. In der neuen Weihnachtsallee, dieser Deko Glitter Eyeliner. Die sind wirklich gut, die kann ich sehr empfehlen. Also ich mag sie sehr, wirklich. Jo, dann haben wir noch einen Kajal, den ich auf der Wasserlinie verwende. Das ist der von Love. Ich habe einen aufgebraucht, aber ich finde ihn nicht mehr. Ich habe den so klein benutzt und ich wollte ihn nicht mehr verwenden, weil der schon so mini war. Und wollte ihn in meinen Aufgebrauchtsacker geben und jetzt finde ich ihn nicht mehr. Aber das ist der von Love. Ich habe da auch noch ein Backup dann davon und dann ist aus. Da muss ich mir wieder was Neues suchen, weil ich ja nicht mehr drankomme. Dann habe ich noch am unteren Wimpernkranz den von Art Deco. Das ist so ein Mineral Eyestyler 51. Sieht so aus. Und der ist noch komplett unbenutzt, habe ich gesehen. Das habe ich erst heute gesehen. Das war ein Tester von der Arbeit, aber jo. Finde ich nicht schlecht. Also ich kann noch nichts Negatives sagen, aber das kommt noch. Augenbrauen zeige ich euch jetzt noch schnell, damit ich es rauskriege. Das ist natürlich das von MAC. Das war schon urgrauslich ausschaut. Das ist dieses Fluidline Brow Gel Creme Ding mit in der Farbe Deep Dark Brunette. Und so sieht das aus. Kennt ihr eh von zigtausend Videos von mir.
Ich benutze noch immer gerne und sieht sehr, wie viel da schon weg ist. Nur das Problem ist, das will und wird nicht weniger. Und ich habe irgendwie Angst, dass mir das dann eintrocknet, weil das will ich nicht. Aber mal gucken. Dann mein heißgeliebtes Augenbrauengel, kennt ihr ja auch. Da ist auch schon wieder fast die Hälfte, ist sogar schon die Hälfte weg. Ja, von Miss Lean. Mag ich ja auch. Benutze ich auch jeden Tag. Jo. Dann habe ich noch ein paar letzte Sachen, dann haben wir es schon geschafft. Dann zeige ich euch noch schnell mein Outfit. Ich hoffe nur, mein Spiegel ist nicht so dreckig, aber ich glaube schon. Als allererste benutze ich das hier, bevor ich eine Mascara drauf gebe. Das hat mir nämlich eine Kundin verraten, dass sie das so macht. Weil ich habe in letzter Zeit total viele Krümel unten beim Auge. Heute komischerweise nicht, oder? Oh ja, ein bisschen, aber nicht so schlimm. Das gebe ich zuerst oben auf den Wimpern und auf die unteren Wimpern. Dann lasse ich das so leicht antrocknen und dann gehe ich erst mit meinen Mascaras drüber. Die Mascaras, die ich verwende, also für die unteren Wimpern benutze ich jetzt die von Yves Rocher, diese 360 Grad. Die fand ich für die oberen Wimpern super. Für die unteren finde ich sie okay, aber ich glaube, die ist auch fast schon leer. Ihr seht das eh, da kommt nicht mehr wirklich so viel noch raus und der Verschluss ist so widerlich. Aber ja, die habe ich ja mal gratis bei einem Einkauf dazu bekommen, also kann man da nicht wirklich viel meckern. Dann habe ich ja bei den oberen Wimpern die von MAC und ich weiß nicht, irgendwie am Anfang schaut es urschön aus und dann nach einer Zeit, umso länger ich sie oben habe, umso weniger schaut es aus, als hätte ich auf den Wimpern oben. Aber ich mag das Bürstchen. Das Bürstchen mag ich sehr gern. Die wollte ich ja unbedingt mal haben. Ich muss mal gucken, ob ich die überhaupt auf meiner Wunschliste stehen gehabt habe. Wenn ja, dann kann ich sie ja weglöschen. Aber die fand ich sehr, sehr gut. Ich weiß jetzt nur gar den Namen nicht von der. Ah ja, Upward Lash irgendwas. So, könnt ihr ja gern selber lesen. So heißt die. Ja, finde ich okay, aber ich bin mir noch nicht sicher, wie ich sie genau finde. Auf den Lippen trage ich zuerst meinen heißgeliebten Lip Liner von Yves Rocher, den liebe ich. Also der ist, wenn die den rausnehmen, glaube ich, würde ich alle aufkaufen, die es gibt. Da ist auch noch viel drin bei mir. Ich habe ja auch zwei. Ich habe einen in der Arbeit für meinen roten Lippenstift und einen zu Hause. Ich war so krank. Aber den mag ich wirklich sehr gern. Also ihr wisst ja, wie oft ich heuer rot tragen habe und der war dauernd im Einsatz, bis ich dann drauf gekommen bin, dass ich meinen in der Arbeit habe und denke mir, warte mal, ich brauche auch einen zu Hause, also habe ich mir den nochmal gekauft, sehr gestört. Aber das ist die Farbe 31 Rouge von den Lip Linern und ich mag den total gern. Und als Lippenfarbe habe ich heute mal was von Too Faced oben. Das benutze ich nämlich in letzter Zeit öfter und ich mag das voll. Das ist dieser Cinnamon Bear, ja, so heißt er, glaube ich. Also ich kann es euch mal da so zeigen. Bär, glaube ich, heißt das eher, weil das heißt ja auch Teddybär. Also es sind zumindest Bärchen oben. Und der ist wirklich gut. Also mal gerade den Live-Test. Man sieht, es geht nur ganz wenig weg. Und wenn ich trinke oder esse, hält er auch gut. Also ich mag den sehr, sehr gern. Das ist einer meiner Favoriten. Ich habe noch nicht so viele Too Faced Sachen, aber der ist wirklich gut. Ich habe nur einmal so eine, auch von diesem Melted Matte, so heißen die ja. Das ist diese Weihnachtskollektion gewesen. Da habt ihr die Weihnachtskollektion. Ich habe die Schachtel noch auf Gummi, kleiner Messi. Aber ich finde diese Muster da oben so süß. Und der rote fehlt da. Die anderen drei habe ich noch nicht verwendet. Wieder mal Zeit. Aber ich mag halt rot in letzter Zeit. Was heißt denn letzte Zeit? Da brauche ich ja gar nicht reden. Also rot, das wisst ihr ja eh auswendig. Mag ich ja eh extrem und deswegen, ja, den finde ich super. Den finde ich wirklich super. Das ist mein neuer Liebling von roten Lippenstiften. MAC natürlich noch immer, aber der gehört auf jeden Fall auch dazu. Und was mir aufgefallen ist, weil ich habe einen roten Lippenstift für meine Arbeit braucht. Zwei muss ich aussortieren. Ich glaube, es kommt auch bald wieder ein ausgemistet Video, weil die sind so kacke. Die sind wirklich kacke. Die werden richtig fleckig und nee, geht gar nicht. Das ist einer von Sleek und einer von Makeup Factory, glaube ich. Oder Miss Lean. Eins von den beiden. Ich glaube aber Makeup Factory. Und die beiden mag ich überhaupt nicht. Also die finde ich wirklich, wirklich schrecklich. Aber da werdet ihr dann in dem Ausmist-Video mehr hören. Und ja, den finde ich aber wirklich gut. Und ich will noch diesen Cinnamon-Ding haben. Muss ich unbedingt noch. Ich hoffe, ich komme nächste Woche Samstag. Ich muss urviel erledigen, mir wird jetzt schon schlecht. Am Samstag, weil ich muss ja die Woche durcharbeiten. Und Samstag wird die Hölle. Samstag wird wirklich die Hölle, weil ich muss einkaufen und. Also ja, aber ich liebe den. Ich liebe den. Das ist mein neuer Favorit, wirklich. Und jetzt zeige ich euch schnell mein Outfit. Ich weiß, das Licht ist voll gelb, aber ich kann dagegen nichts machen. Ich muss, glaube ich, mal die Lampe da austauschen. Ich habe ein rotes Kleid an. Das ist von Orsi, glaube ich. Ich glaube, es ist von Orsi. Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube schon.
Schmuck trage ich heute nicht so viel. Ich habe nur da so Ohrringe drinnen, die ich im Haul herzeigen vergessen habe, wollte man gerade ein. Das sind so Mascheln von H&M. Die habe ich mir gekauft. Die habe ich vollkommen vergessen, euch in dem Haul zu zeigen. Ist mir jetzt gerade eingefallen. Dann habe ich noch so eine graue Leggings an. Und natürlich meine Spiegel-Specksocken. Yeah. Mehr ist eigentlich eh nicht. Also ist ganz wenig vom Outfit her. Ich fühle mich auch nicht so wohl, weil ich bin überall angeschwollen, aber ja. Yeah. Ja, ich weiß, das Licht war mega gelb. Das Licht ist viel schöner da heute. Ich kann gar nicht aufhören, Videos zu drehen, weil das Licht heute so schön ist. Aber ich will ja noch auf die Comic-Messe. Also, ja. Ich hoffe, euch hat das Outfit trotzdem gefallen. Ich muss mir noch was einfallen lassen wegen Outfits und so. Aber nächstes Jahr habe ich eh mehr vor. Auch mehr vielleicht in meiner Wohnung zu investieren. Aber mal gucken. Weil ich will unbedingt was verändern. Unbedingt. Unbedingt. Aber da laber ich, glaube ich, auf meinen anderen Kanal mehr. Wen das interessiert, der kann gern auf den anderen Kanal gucken. Weil da bin ich ein bisschen am Versuchen, mehr Videos zu machen. Weil das macht mir viel mehr Spaß irgendwie in letzter Zeit als so Beauty-Videos. Obwohl ich ja so besessen von dem Teil hier bin. Also, ja. Ihr könnt es mir gerne mal in den Kommentaren schreiben, wie ihr das Video findet. Und ja, ob ihr mehr solche Videos sehen wollt. Weil ich mache das eigentlich gern, solche Outfit-Videos. Und ich habe jetzt in letzter Zeit mehr Bock, weil ich ja wieder mehr Rot trage. Ich trage ja fast nur Rot. Also wenn ihr auf einem anderen Vlog-Kanal diese Thumbnails anschaut, nur Rot. Voll gestört. Okay. Das war's jetzt mal, bevor ich noch weiter in der Müll daherlabere. Aber schreibt mir mal, wie ihr das Ganze findet. Ich kann euch jetzt besser auch meine Ohrringe zeigen. Die sehen so aus. Und weil ich sie im Haul zeigen vergessen habe. Wo sind sie? Wo sind sie? Ich habe sie gefunden. Ich habe die in Gold und eben in Rot. Das sind so Maschen. Aber in Gold sieht man das viel, viel besser, dass das so Mascheln sein sollen, was man auf die Geschenke tut. Und in die habe ich mich so verliebt, die musste ich einfach haben. Ja, die goldenen trage ich jetzt nicht so oft. Ich trage eher mehr natürlich die roten. Wer hätte das jetzt gedacht? Aber die goldenen finde ich auch schön. Die waren halt relativ teuer mit 10 Euro. Aber ich wollte die unbedingt haben. Ja, das war's jetzt. Die habe ich vollkommen vergessen, euch in dem Haul zu zeigen. Aber jetzt habe ich sie euch eh in dem Video danach gezeigt, also ist es jetzt nicht so schlimm. Und ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Schreibt mir mal, wie ihr die Ohrringe findet und ob ihr so Weihnachtsschmuck mögt. Ich habe heuer echt überlegt, was ich mir für Weihnachtsschmuck kaufe. Normalerweise mag ich das nicht, aber diesen kleinen Hut und diesen kleinen Baum. Aber normalerweise mag ich das jetzt nicht so. Aber ihr könnt mir gerne mal schreiben, wie ihr das findet und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bye!